Jetzt gehen wir erstmal zum normalen Rennstart. Barrichello kann es natürlich nicht fassen. Das ist der Blick von Kimi Räikkönen. Aus ihrer Sicht vorne rechts Michael Schumacher. Links davor ein paar Meter Juan Pablo Montoya. 72 Runden, die Ampel ist auf grün geschaltet. Los geht's, da ist hinten früh einer gestartet. Ja, das war Massa. Und Montoya hat den Start von Michael Schumacher. Ein McLaren ist Dritter. Abflug Sato und ein De La Rosa und ein BAR. Barrichello steht noch, Panis war's. Montoya, Michael Schumacher jagen auf die Adelaide. Kein Angriff, Montoya hält die Spitze. Ralf Schumacher außen. Ja, versucht außenrum. Gegen Räikkönen. Montoya hat die Spitze. Das sind Räikkönen, Ralf Schumacher, Coulthard und der erste Renault. Da immer noch der Staub, das ist jetzt von der anderen Seite, der Wind hat ihn rübergebracht. Und Michael Schumacher ist dran, an Montoya. Ja. Geht der Ferrari gut, unglaublich. Das ist diese starke Passage hier. Andere Linienwahl, der Druck ist schon da auf den ersten Metern. Und fährt schon wieder fast außen daneben, jetzt wieder innen. Montoya zu überholen ist nicht einfach. Und da hinten drückt der Kimi auch schon.